der positiven Seite, ich glaube, wir müssen... Das ist gar nicht gut. Vor allen Dingen, dass sie so schnell rennt, ist auch nicht gut. Also warum... Was... Also... Hä? Ja, damit herzlich willkommen zurück zur Lobotomy Corporation. Ja, es ist lange her. Wir hatten einen Spooktober dazwischen und ich muss mich jetzt wahrscheinlich auch erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Aber deswegen starten wir auch direkt rein in unser Playthrough. Tag 32. Ja, da sind wir ja mal so weit gekommen und jetzt werden wir wahrscheinlich alles verkacken, weil ich nicht mehr weiß, wie hier irgendetwas funktioniert. Wir haben eine neue Abnormality. Ich weiß, dass wir gegebenenfalls einen, ja, Meltdown angehen könnten, wenn wir denn diese Abnormality hier kennen würden. Das heißt, wir starten einfach mal ganz normal rein in den Tag und schauen einfach mal, was so auf uns zukommt, und ich hoffe, ich werde nichts übersehen oder sonst was. Wir wissen ja, Dia, die kümmert sich hier um ihre schöne Elef-Abnormality. Wir müssen auf den Zug schön achten und ja, keine Ahnung. Wir schauen mal. Beginn-Management. Ansonsten ist es ja nur ein ganz normaler Tag. Wir haben jetzt die Execution Bullets. Wir haben jetzt die Execution Bullets. Da weiß ich noch, habe ich mich ja letztes Mal drüber gefreut. Was zur Hölle ist das? Da ist irgendwer in einem Bernsteinkristall gefangen. Insight? Viel Spaß, Paulinus. Ich habe keine Ahnung. Die einzige Frage ist jetzt... Wir wollen auf jeden Fall erstmal zum Melting Love hier schicken mit einem Insight. Ja, sonst ist ja keiner da. Und wir müssen auf jeden Fall erstmal drei Employees irgendwie töten, aber das wird durch Melting Love sehr wahrscheinlich passieren. Ja, genau, wir wollten hier auch jemanden hinschicken, glaube ich, mit Insight zum Leveln. Und zwar... Muss das überhaupt noch... Oder Repression? Repression geht hier auch. Ich muss nur einmal gucken. Die müssen mindestens Temperance Level 4 sein. Und Prudence mindestens Level 4. Aber das haben sie ja alle. Das heißt, hier kann einfach mal Mikaela mit einer Repression hin zum Leveln. Und ja, die anderen haben das schon alle. Da habe ich aus irgendeinem anderen Team noch jemanden dahin schicken wollen. Ja, ich meine, die müssen auch alle Repression leveln, aber da könnte vielleicht einer auch mal hier runter zum Rift hin. Und da müssen sie es nur schnell genug machen. Ansonsten ist da nicht viel. Gut, dann geht vier wer aus einem anderen Team mal hier runter und levelt ein bisschen Repression. Die sind aber alle sehr schnell mit dabei, deswegen kann das einfach mal Asuka nicht machen. Justin wahrscheinlich. Justin ist ganz gut. Und, Mika, die kümmert sich wie immer um ihren Zug. Da müssen wir ein Auge drauf halten. Ja, und ansonsten müssen wir gucken, dass wir die anderen hier irgendwie leveln, ne? Ja, die müssen alle in allem gelevelt werden. Also, viel Spaß, Leute. Das Einzige, worauf ich achten muss, wer war das nochmal, der... Ne, wir müssen uns um die Singing Machine sowieso keine Sorgen mehr machen, weil die ja nicht mehr in Meltdown gehen kann. Aber wer war das denn nochmal, der wenn da rein sollte? War das nicht immer Ruby? Aber Ruby ist jetzt ein bisschen höher. Im Instinkt. Ich weiß nicht, ob ich sie aus Versehen gelevelt habe, aber wie gesagt, es ist auch eigentlich egal. Naja. Wir gucken jetzt auf jeden Fall mal hier unten, was hier so abgeht. Und dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, den Zug auch zu behandeln. Inside scheint doch nicht so gut zu laufen. Wir wissen halt wieder nichts darüber, aber es müsste, glaube ich, nur eine WAW-Abnormality sein. Ja, Inside scheint sie nicht zu mögen. Punishing Bird ist direkt ausgebrochen, hat gar keinen Bock. Wir haben hier ein schlechtes Ergebnis. Die Frage ist, passiert jetzt hier irgendwas? Oh Gott. Ja, direkter Ausbruch. Mika benutzt es mal. Ich weiß nicht, womit wir es hier zu tun bekommen. Aber es ist sehr fett. Und da es eine WAW-Abnormality ist, müssen wir da wahrscheinlich ein paar Leute mehr hinschicken. Also werden mal die aus dem Central Command Team auch kommen. Susan, Gregory und ihr alle. Wo ist es hin?
Hier oben. Oh, ja, dann kann sich das, das Disciplinary Team auch mal auf den Weg machen. Der positiven Seite, ich glaube, wir müssen... Okay. Also das Ding ist theoretisch kein Problem. Praktisch gesehen darf man es nur von hinten angreifen. Hat es gerade Punishing Bird gefressen? Ich glaube, es hat gerade Punishing Bird gefressen. Ja, ich glaube aber, das wollen wir nicht ausbrechen lassen, ehrlich gesagt. Es ist auch immun gegen roten Schaden, was auch richtig kacke ist. Naja, retry the day. Fängt ja gut an, dieser erste Tag nach dem Spooktober. Ja. Aber wer hätte auch was anderes erwartet? Vor allem mit einer neuen Abnormality. Naja, wie starten wir mal direkt rein? Und ja, macht hier eine Repression und hier oben ein Insight und hier unten kann auch irgendwer, glaube ich, eine Repression machen. Justin war das ja. Und ja, Paulinus macht hier doch vielleicht mal lieber Instinct dann. Probieren wir das mal aus. Michaela, geh wieder hier an deine Position. Viel Spaß. So, Instinct läuft besser. Ja, läuft besser. Nur echt gefährlich, wenn das Ding ausbricht. Vielleicht sollten wir das auch nur bauen. Okay, Instinct ist eigentlich sehr gut. Aber ja, es ist WAW, weil hier wir einen Thief of Overload erreicht haben. Ich glaube, wir sollten das Ding aber nur behandeln, wenn es ausbricht. Oder halt, wenn es in Meltdown geht, weil... aus ersichtlichen Gründen. So, wir wollen, was wollen wir? 3 Leute wahrscheinlich erschießen. Peng. Peng. Und Peng. Upp, weg sind sie. So, dann können wir jetzt nämlich in den ersten Meltdown direkt reinstarten. Und beim zweiten sterben dann hoffentlich hier die aus dem Welfare-Team. So jedenfalls in der Theorie. So, und wer geht in den Meltdown? Unser Magical Girl. Da kann Frank hin. Und es muss noch irgendwer im Meltdown sein. Das Buch hier. Das ist egal, das kann Christopher einfach mal übernehmen. Und jetzt warten wir darauf, dass die hier sich verwandeln. Punishing Bird ist abgehauen. Wir müssen uns um den Zug kümmern. Mika, viel Spaß. Und dir, ich glaube, du kannst hier oben hin, weil die meistens eh hier oben lang laufen. Ja gut, ansonsten konzentrieren wir uns wohl erstmal weiterhin voll aufs Leveln. Ich sag ja, eine andere Wahl haben wir sowieso nicht großartig. Da unten fangen sie sich auch schon an zu verwandeln. Aber sie kommen ja alle auf Dia zu. Also... Dia regelt das. Hoffentlich. Was, der Zug? Ich hatte ihn doch gerade erst angeklickt. Ich glaube, ja, ihr lauft mal ganz schnell hier rüber. Ich weiß zwar nicht, ob ihr das schafft, aber ihr probiert es einfach mal. Ich hoffe, sonst sollte da keiner im Weg sein. Noah, du gehst auch mal hier rüber besser. Alle in Deckung. Hui. Das war Klaus. Aber du kannst auch zurück. Das ging jetzt aber schnell, die paar Minuten da oben. Naja. Dia, kümmere dich mal um die hier noch. Wenn hier irgendwer zugeslimt wird, wird er erschossen. So, daraufhin müssen wir aber das Punishing, nicht das Punishing, das Big Bird ein bisschen beruhigen. Und das können wir einfach mal machen mit einem Attachment von, I don't know, ist eigentlich völlig egal. Die kriegen das, glaube ich, alle hin. So, jetzt kommt Dawn. Das ist ja Dias Spezialität. Die können sie sich einfach schnappen. Die können sich die alle einfach schnappen.
Keiner sollte ein großartiges Problem damit haben. Mika sollte da unten auch prima alleine klarkommen. Und die anderen kümmert euch einfach um eure Sachen. Dawn ist ja kein Problem, will ich zumindest meinen. Vielleicht hier oben beim Control-Team. Aber auch da sollte es eigentlich easy gehandelt werden. Da wird ein bisschen um sich geschossen und dann war es das auch schon. Und alle anderen waren sogar schneller fertig. Die einzige Frage ist jetzt, die ich mir stelle, ob random Employees gestorben sind, aber ich bezweifle es irgendwie. Das heißt, hier ist einer tot, aber das war doch nicht von Dawn. Das kann ja gar nicht sein. Warum liegen hier Tote rum? Das war vom Zug. Bist du tot? Du siehst irgendwie ziemlich tot aus, aber wir können dich auch einfach erschießen. Um sicher zu gehen. Und dann schnappen wir uns dich noch. Und da stehen irgendwie zwei übereinander. Ich will nur einen haben. Und dich. Upp. Brauchen wir eigentlich von irgendwem noch irgendeine Waffe oder so? Ich meine, hier, das haben wir. Ist klar von dem Silent Orchestra. Da traue ich mich aber nicht rein. Es sei denn, es geht in Meltdown. Wie sieht es denn hier unten aus? Hier von ihr haben wir auch noch gar nichts. Das einzige Problem ist, wann... Ja, hier müssen wir halt durchgängig ein gutes Ergebnis erzielen. Das könnte sie rein theoretisch versuchen, dir, aber... Ja. Doch, es sollte eigentlich funktionieren. Ich meine, die Rüstung wäre nicht schlecht zu haben. Und die Waffen sind auch nicht schlecht. Ja, komm, Dia, dann mach hier einfach mal eine Repression. Und beim Teddybär? Da fehlen uns auch einige Sachen, aber den Teddybären darf man, glaube ich, nicht so häufig nacheinander, ja. Und da genau liegt das Problem. Aber naja, das ist halt das Problem, wenn man nur einen Employee in der Facility hat, dann ist das der Einzige, der das nacheinander machen kann. Vor allem mit ihrem Debuff. So, wir haben jetzt schon halbe Energie. Die Sache ist, wir brauchen halt noch ein paar Punkte hier unten, die wir gesammelt kriegen. Aber ich glaube, das mache ich eher so gegen Ende. Ich meine, wir können Guidelines unlocken. Also wir wissen ja, Insight funktioniert schon mal nicht. Wir gucken mal hier auf Instinct. Das ist nämlich eigentlich auch gar nicht so gut. Wie sieht es denn bei Attachment aus? Auch nicht gerade gut. Dann war das gerade auch nur Glück, dass wir Instinct so gut erreicht haben. Ich meine, es ist high. Aber trotzdem, da will ich kein Risiko eingehen. So, der nächste Meltdown steht an. Mika benutzt dann nochmal das Ding hier. Und da geht's auch direkt in den Meltdown, da kannst du es direkt nochmal benutzen. Ansonsten haben wir Santa. Das ist gar kein Problem. Wir haben das Ding hier, natürlich. Dann einmal ein Instinkt von Paulinus, du schaffst das schon. Natürlich haben wir auch das Silent Orchestra. Hier oben eine Spielfigur, die Dia mal kurz benutzen kann. Hier unten kann ja ganz normal Repression gelevelt werden. Und hier, I don't know. Gregory mit einer Repression, du schaffst das schon. Oder was war da nochmal, was man machen musste? Doch, Repression war das, ne? Ja, wird schon schief gehen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben alle. Okay, gut. Scheint ganz okay zu laufen. Das ist ein gutes Ergebnis. Das ist schon mal gut. Da passiert nichts, soweit wir wissen. Nun kommt gleich als nächstes und das wird die Harmony of Skin sein. Wir haben hier ein mittleres Ergebnis erzielt. Das ist perfekt. Und ja. Wir könnten hier bei dem Ding jetzt erstmal noch Repression freischalten und gucken, das ist auch, ist irgendwie alles, nee, Insight ist wirklich very low, aber der Rest ist alles common. Aber gut, wir haben die Success Rate jetzt erhöht und, ja, wir wissen eigentlich, dass wir bei dem Ding alles machen können, außer Insight. Aber da wir an dem Ding wahrscheinlich nicht leveln werden, spielt das eigentlich auch keine Rolle. Dia ist Panicken King, das ist gar nicht gut. Nicht mit ihrem Debuff. Hat sie den Debuff überhaupt noch? Okay, wir brauchen irgendwie weißen Schaden auf sie.
Susan? Eher Anthony und Frank, ne? Ja. Gibt man auch einfach alle direkt um. Wie geht's dem Big Bird? Dem geht's eigentlich noch ganz gut, aber da schicken wir Georgia mal rein. Sie scheint ihn... Doch, sie hat den lieber... Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Vor allem, dass sie so schnell rennt, ist auch nicht gut. Und wir müssen aufpassen, dass hier keiner infiziert ist, aber bisher sieht das noch ganz gut aus. Wo rennt sie jetzt hin? Wo ist sie? Sie hier oben. Haben wir hier oben irgendwie weißen Schaden im Control-Team? Ja. War kein Ranged. Aber vielleicht könnt ihr sie ja abpassen. Ihr wurdet gerade infiziert. Glückwunsch. Jetzt müssen wir ganz schnell den Tag beenden. Okay. Wir schicken Leute mal hier überall rein, um ein paar Punkte zu sammeln und versuchen dann ganz schnell den Tag zu beenden. Und schauen einfach mal, was das so bringt. Mika, einmal bitte das Ding hier benutzen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Geht einfach überall rein, wo es geht. Und versucht einfach möglichst schnell möglichst viele Punkte zu erzielen. Meine Güte, die hat sich endlich beruhigt. Ich weiß nur nicht, ob das The Harmony of Skin, wo rennen die jetzt rum? Habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, mich drum zu kümmern. Ich habe andere Probleme. Aber wo ist sie überhaupt? Weißt du was? Dia, geh du nochmal hier rein. Du hast jetzt alle angesteckt. Aber wo rennt hier Harmony rum? Hier unten. Ja. Keine Ahnung, kümmert euch um sie. Alle, die gerade zur Verfügung stehen. Die anderen haben gerade andere Probleme. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass ich das schaffe, noch alles rechtzeitig hier fertig zu machen. Ja. Dia ist am Arbeiten, das ist sehr schlecht. Ich weiß nicht, wer da gerade hin kann, aber wir ignorieren es einfach erstmal. Hier oben muss auf jeden Fall wer hin. Und ihr müsst ansonsten auch sofort wieder hier rein, weil ansonsten gibt es gleich Probleme. Geht auch mal wieder überall anders rein. Hier oben am besten mal eben das Information-Team sich drum kümmern. Ja, und es sieht nicht so aus, als könnten wir schnell genug die ganzen Punkte hier beschaffen. Aber naja, ich probiere es trotzdem weiter. Warte mal, wenn ich es irgendwie schaffe, die Dings kaputt zu hauen, das müssten doch genug Punkte sein. Wo sind denn die letzten? Hier oben ist noch einer, aber der ist jetzt woanders. Der ist jetzt hier unten. Und schnappt euch den mal. Und hier drüben ist auch noch einer. Melting Love ist abgehauen? Warum? Ist eigentlich auch egal. Lebt die ja denn noch? Oder ist sie dadurch gestorben? Auf Dia kann ich eigentlich nicht verzichten. Und ich glaube, weil Melting Love abgehauen ist, es haben sich nicht alle verwandelt. Ah, ich hätte mich eher um Dings kümmern sollen, dann hätte ich es vielleicht noch geschafft. Daran habe ich nicht gedacht, dass das ja auch Punkte bringt. Aber nein, nicht ohne Dia. Naja, wir kriegen heute wahrscheinlich wieder nur einen Tag rum. So wie es halt immer ist, wenn man neue Abnormalities hat. Aber ey, wir wissen jetzt immerhin, dass wir unten rechts Instinct machen sollten. Bei unserer neuen Abnormality. Und ansonsten am besten erstmal nichts. Ja, aber Punkte sammeln möchte ich trotzdem. So, es kommt Dawn. Dawn ist wie immer kein Problem. Vor allem nicht, weil es jetzt die Fruit ist. Fruit of Understanding. Und da können sich alle auch direkt drauf schützen. Ach, das Leben ist so viel einfacher mit den Execution Bullets. Es ist einfach unglaublich. Da wird kurzer Prozess mit den ganzen Früchten gemacht. Und schwuppdiwupp. Sind wir auf einmal auch schon bei der Hälfte Energie. Oder zumindest fast. Hier oben verwandeln sich die Viecher wieder. Dia, kümmer dich drum. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen früher dahin schicken sollen, aber es passt noch. Oh, der Zug. Irgendwann wird auch der Moment kommen, wo ich einfach, wo schon vier Lampen leuchten und ich sehe es noch, aber dann fährt er los, wo ich gerade es angeklickt habe. Das wird irgendwann passieren. Ich garantiere es. Hier unten bei dem Ding einen Meltdown, wo wir Leute sowieso die ganze Zeit reinschicken. Und noch 6 Stück müssten wir da haben. Hier oben bei Melting Love.
Ja, geh halt mit einem Insight rein, die ja dann beim Punishing Bird, das wahrscheinlich vorher ausbrechen wird. Aber von mir aus kann sich Frank drum kümmern. Bei Santa, wo auch gerade einer auf dem Weg ist, bei dem Buch, das kann Christopher machen. Und damit haben wir, glaube ich, schon 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ach ne, hier oben bei Magical Girl noch. Ja, Anthony, du schaffst das. Ja, Punishing Bird ist ausgebrochen. Naja. So, wir müssen jetzt wieder 3 Opfer finden. Hier haben wir schon mal einen. Hier haben wir einen zweiten. Und hier haben wir einen dritten. Bing. Damit ist das Magical Girl auch zufriedengestellt. Und ein weiterer Meltdown. Diesmal haben wir 8. Und das Problem ist, hier drüben sind 2. Ja, mach hier drüben erstmal ein Inside-Dia und beim Blue Star brauchen wir ja sowieso eine Repression. Hier drüben machen wir ein Attachment von Justin. Jemand muss sie an diesem Kreuz niederlassen, das ist ja herrlich. Okay, hier dürfen wir nicht drüber gucken gleich. Paulinus, mach mal hier ein Instinct und hier war es, glaube ich, auch Instinct, oder? Nee, Repression. Repression war es. Viel Spaß, Destiny. So, haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo haben wir noch? Hier oben bei dem Schaf, wo gerade jemand drin ist. Wo muss doch noch irgendwo sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach nee, 8. Okay, damit haben wir alle. Muss nur jemand zum Kreuz. Und jemand zu dieser Märchengestalter. Frank geht einfach mal zum Kreuz und schicken wir Gregory hier mal rüber. Mit einer Repression war das, ne? Ja. Viel Spaß, Gregory. Und so Schadenfreude dürfen wir nicht gucken. Aber das macht nichts. Punishing Bird ist wieder abgehauen, das hatte keinen Bock mehr. Okay, Schadenfreude ist fertig. Hier drüben haben wir allerdings ein mittleres Ergebnis. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja. Okay, Frank, komm da mal raus. Du bist fertig. Wir müssen wieder Schnellpunkte sammeln, bevor das Ding uns alle Leute zerfrisst. Ich weiß nicht, ob das nur in den Zwischengängen laufen kann. Das wäre ansonsten kein Problem. Hier drüben bei dem Schaf muss noch ein Attachment vollzogen werden. Geht mal hier vielleicht zur Biene. Gregoria. Und hier oben zum Big Bird. Und hier kriegen wir auch noch Punkte. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Warum ist Melting Love gestorben? Also warum... Was... Also, hä? When the work result was bad or normal, the Clifford Counter lowered. Ja, das ist aber schön, aber du hast einen Clifford Counter von 3. Die haben auch keine Repression ausgeführt. Ja, und der Clifford Counter geht zu 0, wenn Dia stirbt. Aber warum sollte sie gestorben sein? Ach, weil wegen Insight... Oh mein Gott. Also, dann darf ich kein Insight bei ihr machen, weil Insight sie auch automatisch verwandeln lässt, wenn wir nicht 24 Punkte oder mehr erreichen. Ich dachte, dass... Aber es sind 24 Punkte. Oder steht da 24 oder less? Wahrscheinlich ist es 24 oder less, ne? Nee. Wait, what? Performs inside work and produces 24 or more PE boxes as a result. The slime will not infect other employees for... However, caution is if less than 24 are produced every single... transform it into blah. Ja, wir haben aber genau 24 Punkte. Also entweder das ist ein Fehler, weil ich hätte mir auch sagen können, dass es wahrscheinlich eher 25 sind, wegen normalen Ergebnis. Deswegen glaube ich, das ist einfach hier ein Anzeigefehler. Weil ansonsten habe ich keine Erklärung, warum das jetzt passiert sein soll. Naja. Retry the day. Warum immer so kurz vor Ende? Da verliert man so viel Zeit. Mann, der Tag war schon fertig. Wäre sie jetzt nicht gestorben, da am Ende wäre alles gut gewesen. Ich verstehe es nicht. Was war das jetzt schon wieder?
Es ist unglaublich. Macht ihr eure Arbeit, ey. Bitte, ich möchte einfach nur diesen Tag abschließen, ja? Na, Daubt ist gespawnt. Hier, du kannst dich um dein Daubt da kümmern. Ihr könnt euch generell auch alle um Daubt kümmern. Das sollte ja wohl hoffentlich auch kein Problem sein. Achso, das ist Punishing Bird. Auf gar keinen Fall Punishing Bird suppressen. Das wäre fatal. So, das war es dann auch mit Daubt. Allerdings, Mika, hier oben verwandelt sich gerade ein bisschen. Kannst du dich einmal darum kümmern? Nicht Mika, Dia ist das ja. Damit sind aber auf jeden Fall drei Employees gestorben und es wurde hoffentlich keiner infiziert, weil durch die Viecher kann man, glaube ich, nicht infiziert werden, nur durch Dia selber. Okay. Wir haben einen Meltdown bei Schadenfreude, das ist kein Problem. Da kann Destiny mal ruhig rein. Hier unten, da ist gerade noch wer drin. Hier oben ist Letizia, da kann Asuka hin. Und Teddybär, was müssen wir denn da machen? Attachment anscheinend. Ist ja nicht schlimm, ne? Also wir sollen ja nur nicht häufiger hintereinander damit arbeiten, aber... Ich hoffe, das resettet sich am Tag, weil ansonsten weiß ich nicht mehr, wie häufig die ja da schon drin war. So, hier zu unserem Elf müssen wir gleich wen reinschicken, zu dem komischen Beinsachen. Ansonsten haben wir hier oben das noch. Kann einfach mal ein Insight ausgeführt werden und beim Schaf gleich auch. Nicht zur Schadenfreude gucken. Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles. Ja, hier unten muss aber noch erstmal fertiggestellt werden. So, Schadenfreude ist auch erledigt, gut. Dann kann hier einfach rein. Ja, Mikaela, du kannst direkt nochmal rein. Warum nicht? Gut, dann haben wir alles abgehakt hier. Gleich kommt nun, dass der Process of Understanding werden wird. Und vorher müssen wir noch drei Leute exekutieren. Wen haben wir denn da so? Hier ist doch einer. Puff. Hier ist noch einer. Puff. Und ein dritter und letzter. Hier drüben. Puff. So, dann ist die Queen of Hatred auch wieder zufrieden. Und wir uns um die keine Gedanken machen. Ich glaube, nun müssen wir noch miterleben. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie wir das umgehen könnten. Am besten schicken wir auch nochmal Gregoria zum Big Bird, damit der letzte Kiefer-Counter auch noch hochgetrieben werden kann. Weil ich weiß nicht, wie viele bei nun gleich sterben werden. So, dann schicken wir doch einfach nochmal mit einem Attachment hier Odili rein und lassen nun spawnen. Mika kann noch mal den Zug bedienen. Und da haben wir direkt Chaos. Okay, es kommt hier direkt rein. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein rotes Schutzschild. Dia, wo ist deiner eigentlich? Ist hier gar keiner gespawnt? Und generell irgendwie nicht so viele da. Also hier oben ist einer. Kann sich das Central Command Team drum kümmern und das untere von mir aus auch. Wobei Mika nicht, du bleibst da. Training Team, ihr müsstet euch ja auch drum kümmern können. Das sollte ja kein Problem für euch sein. So, Safety Team, ihr habt das eine besiegt, dann kümmert euch direkt um das nächste, denn das ist ein Gang weiter. Auch noch mal ein Schutzschild für. Hier oben einmal gucken, aber das ist auch kein Problem. Und dann könnt ihr direkt zum nächsten weiter vom Disciplinary Team, wo das auch immer jetzt hin ist. Hier oben ist noch eins. Training Team, das könnt ihr euch auch schnappen. Ach, und hier drüben ist das von dir. Okay. Ja, das kann da erstmal bleiben. Hier unten ist aber auch noch eins. Das kann sich das Central Command Team schnappen. Du kriegst da ein bisschen viel Schaden, Mika. Aber es ist auch erledigt, okay. Mika, dann bedien doch nochmal den Zug. Ich glaube, das sieht alles soweit so gut aus. Jetzt haben wir nur noch das hier vom Disciplinary Team. Um das wir uns jetzt auch mal schnell kümmern können. Anthony tankt das, kein Problem. Danach wird's kaputt gehauen.
Und jetzt haben wir halt noch das von dir, das ich erstmal hier rüber auf den Weg machen sollte. Oh, gut, dass ich das Punishing Bird ein bisschen aufgefrischt habe, weil da sind echt so viele gestorben. Dass es fast ausgebrochen wäre. Und ja, hier ist das letzte. Central Command Team, schnappt es euch. Du kriegst einfach mal ein Schutzschild, weil ich weiß nicht, ob... Gut, das wird wahrscheinlich nicht... Ja, vielleicht wird es auch helfen. Okay. Das war optimal. Jetzt ist trotzdem die Frage, wollen wir noch leveln und riskieren, dass irgendwas passiert? Oder will ich einfach den Tag beenden? Und ich glaube, ich tendiere da eher zu, den Tag einfach zu beenden, weil... Ja. Ich meine, was wir natürlich machen können, wäre zum Beispiel hier nochmal Paulinus reinschicken, um zu gucken, ob er das so ein bisschen holen kann. Hier unten noch eine Repression rein, damit die noch ein bisschen leveln. Ich fülle zumindest noch den Balken auf. Und das sieht schon fast so aus, als würden wir da sagen... Ja, da lopen wir jetzt raus. Wir kriegen minus einen Lobpoint, weil Punishing Bird gerade ausgebrochen ist, aber das ist mir egal. Ja, weil das Vieh wird jetzt ausbrechen. Und dann kriegen wir, glaube ich, gar keine Lobpoints mehr. Naja. Day 32, Workday complete. Proceed to next day. Und hey, wir kriegen ja auch noch ein bisschen Story. Ist ja jetzt alles neu, was wir hier so erfahren. Tag 33. Und wir kriegen auch off-censored, bitte nicht. Orkobus? Kenne ich nicht. Sagt mir irgendwie nichts. Now it's time for my head to burst. Good day. Sagt mir nichts. Was haben wir denn hier? The smiling faces are unfamiliar, yet sorrowful. Ja, nehmen wir doch einfach mal das, weil wir das noch überhaupt nicht kennen. I remember you, ey. You were a person with a warm smile. Ey, where did you never go meet it, even though you created it? Dot, 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 dot. But ey, surely you already know. Did you put it in all that work just a simple vending machine that dispenses soda at the press of a button? At the very least, you should give it a name. There's nothing I can do, even if you put on an expression like that. It's an unspoken rule that the creator names their creation. Dot, 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 dot. Don't dump your job on someone else. You're the designer. Go ahead and tell the machine its name. There, the door over there. Well, that task I gave you was pretty easy, don't you think? Though a couple times you were too indecisive and passive. Ich weiß nicht mehr, was meine Aufgabe war, aber schön, dass wir sie erledigt haben. Next time you should... Gebura, about this suppression plan you sent me, don't you think the scale is a tad bit too grand? Alright, now move along if you spat out what you needed to. Come on, you know, a similar incident happened before. I'm the head of the welfare team, after all, so I just felt I should point it out. Yeah, yeah, got it. How about you head on back to your department now and lap up that coffee you love so much? And another thing, some of the EGO in my department seems to be malfunctioning. I'm sure you had nothing to do with it, right? Although your recent suppression was strangely quick. I'll be sure to make it up to you. But if you press any further on this, those EGO you value so much may be pointed at your head. Aye, aye. I'll be on my way then. Man, why do I have to draw the short stick? The companions I have are either a hot-headed warmonger or some weird kids with unreadable minds. It's been a while since I came down to the middle layer. Long time no see, Chest. Oh, are you here to see Gebura? Careful what you say. You may just end up with a hole in your head. Take care. Is that true, Gebura? Get lost, Chest. But what brings you here? So, it's about the suggestion you made involving the abnormality breach training. I feel it needs some adjusting. Go on. Well,
If we were to engage in a head-on assault like you suggested, our employees would suffer heavy casualties around this section. I believe if we changed the training plan, like so, to a more defensive stance here, the casualties would be lower. Does it seem alright? Then... Are we being too nice to those abnormalities with this kind of response? I'm sorry, but I don't understand. Get it. Since you're the head of the training team, your opinion is final, right? I am. Well, as long as you're willing to... Do it. Execute Order 66. Thank you. See you later. What? Yes? Got your report. And I could have lost it. Phew. I thought you were going to shoot me in the head like just said. Thanks again. That's too soft. If I were the head of the training team, I'd never act like her. Never ever cower before your enemies, even if they seem dangerous. You just have to focus on hacking away and tearing apart each and every one of them. Show me that you'll use any means necessary to kill the number of those VRV level monsters. Goal, suppress 5 VRV abnormalities. Okay. Offense Disciplinary Team. Können wir uns dann jetzt was aussuchen oder war das noch die Quest vom letzten Mal? Wo wir einfach nur jetzt die Story bekommen haben oder haben wir wirklich noch eine Quest abgeschlossen? Jetzt werden wir jetzt sehen, ob wir uns was aussuchen dürfen. Ne, es war anscheinend die vom letzten Mal. So, wir haben im Welfare-Team haben wir auch die Quest, dass wir den Tag im gewissen Time-Limit absegnen sollen. Ja, das könnten wir mal probieren. Das Problem ist halt mit diesen Unknown Abnormalities. Wir können aber hier mal die Basic-Info, oder sagen wir Guidelines? Ich glaube, ich meine, Guidelines sind ziemlich klar. Mach ein gutes Ergebnis oder geh weg, so ungefähr. Ich glaube, ich würde eher die Work-Success-Chance erhöhen wollen, indem ich dann noch 2 Punkte sammeln und dann die Escape-Informations bekomme und dann haben wir mehr Success-Rate. Also erstmal Basic-Informations. Magical Girl? Ne, wir haben schon ein Magical Girl. 2 sind 1 zu viel, also... Ciao. Ja gut. Also ja, wir müssen mindestens 16 Punkte erreichen. Und ja. Viel mehr gibt es hier drüber nichts zu sagen. Wir müssen die Escape Informations jetzt freischalten. Naja. Haben wir sonst noch irgendwas unlocked? Ich meine, die hier ist neu. Das ist eine LF Abnormality. Anscheinend. Den Kosten nach zu urteilen. Ja, wunderbar. Und wir sollen VRV Abnormalities suppressen. Ich weiß nicht mal, wer dafür in Frage kommt. Ich meine, Big Bird. Aber Big Bird ist nicht so einfach ausbrechen zu lassen, oder? Wobei, ja doch, when the work result was bad. Also müssten wir einfach Repression machen, aber... Das ist kacke. VRW-Abnormalities sind generell kacke zu suppressen. Aber was anderes haben wir nicht. Ich weiß nicht, kann das denn hier überhaupt ausbrechen? Es kann ausbrechen. Aber was macht es dann? Kann nicht detected werden. Das könnte man mal ausprobieren, was das bringt. Da müssten wir dann einfach nur... ja gut, es ist schwer, das ausbrechen zu lassen mit einem Bad-Ergebnis. Müssten wir irgendwen reinschicken, der nicht so hohes Attachment hat und länger als 40 Sekunden braucht. Und ansonsten, keine Ahnung, ich gehe mal nicht davon aus, dass LF Abnormalities dazugehören, ne? Aber selbst wenn, das ist noch problematischer, die einzufangen. I don't know. Wir müssen mal schauen. Aber ja, machen wir hier doch auch erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye bye.